Oh mein Gott, das kam, das muss ich erzählen. Kann man nicht sagen, kann man nicht sagen. Also am Ende. Kann man nicht sagen. Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen neuen Video. Und was soll ich sagen? Ich habe, glaube ich, 1 Milliarde Kommentare gelesen, die ungefähr so aussahen. Wann kommt... Moment, ich mache das mal ganz was vor. Wann kommt Joey Stories? Ich will Joey Stories! Und jetzt dachte ich mir, okay Leute, wenn ihr unbedingt Joey Stories haben wollt, dann kriegt ihr jetzt... Dann gibt es schon einen auf meinem Kanal. Verlinkt in der Infobox 3-mal, auch hier oben jetzt zu sehen. Schön, danke, toll. Unangenehme Selbstpromotion wieder hier von Jody an der Stelle. Leute, wir werden jetzt die Jody-Story erzählen. Jody-Story, die genau. Jody-Story erzählen. Es geht nämlich heute nur um mich. Die Jody-Story erzählen, die wahrscheinlich alle von euch noch nicht gehört haben. Beziehungsweise wir haben es, glaube ich, mal ganz kurz angesprochen. Ja, also aber noch das nie grobe Cam, so aber nicht wirklich alles. Ausgesprochen und noch nie halt so wirklich in dem Video gesagt. Und die Frage kommt immer und immer Video auf. Wie Video haben wir auf. Beiden... Die Frage kommt immer und immer auf. Video auf, hast du gesagt. Immer und immer Video auf. Das habe ich nicht gesagt. Nee. Du musst jetzt den Mund halten. Replay. Ich, immer und immer Video auf. Replay. Immer Video auf. Jedenfalls ist Replay. Video. Ja, was wolltest du sagen? Also ich gehe gleich einfach. Also oh. Jedenfalls ist es so, Leute, dass immer wieder gefragt worden ist, wie haben wir beide uns überhaupt kennengelernt? Wie haben wir überhaupt zueinander gefunden? Und das ist jetzt schon gut 5 Jahre jetzt fast schon her, ne? Nein, so um die ganz. 5 Jahre. Ne, 4. Dreieinhalb. Ja, sage ich doch. Siehst du, das, die Zeit vergeht so schnell. Ist positiv. Schisch. Also Leute, 3,5 Jahre ist ungefähr her. Ich habe damals bei Dena übernachtet. Der Boy war quasi live dabei, als ich Jody das erste Mal kennengelernt habe. Wer war eigentlich daran schuld, dass du überhaupt hingegangen bist? Tatsächlich Dena und Simon, Unge. Ne? Unge und Dena. Ich habe bei Dena gepennt und es war voll für mich das Abenteuer, weil ich war das erste Mal in Köln nach der Gamescom. Das war auch noch im Sommer, nach der ersten Gamescom für mich. War im YouTube-Haus, Leute. Das war richtig, so, ne? Richtig krass für mich. Ich dachte so, oh Gott, geil. Ich penne bei Dena, ich sehe dann Taddle habe ich kennengelernt und sowas. Genau, war eine richtig coole Zeit und so. Hat echt Spaß gemacht. Dann bin ich quasi hingegangen, hab bei Dena gepennt. Unge hat dann gesagt, okay, Digga, wir fahren morgen gemeinsam zu einem Kart-Event. Das Commander Krieger damals organisiert hat. Dann nochmal schaut er dann den Boy, der ist quasi an dem ganzen, an dieser ganzen Misere, ist er schuld, Alter. Jedenfalls bin ich dann morgens aufgestanden. Ich habe auch erstmal eine Schramme in mein Auto reingefahren, so kennt man mich. Ich war das erste Mal mit meinem alten Auto in Köln, hab direkt mal mein Auto zerkratzt, hab eine Knolle bekommen dafür. Reden wir gar nicht lange drüber. Das wusste ich gar nicht. Wir können, also, als Dena... Soll ich dir mal sagen, als Dena mein Auto gesehen hat, ich gesagt, hey, damit fahren wir morgen hin, hat er gesagt, nein, wir mieten uns eins. Stimmt, die dann haben wir so einen Drive Now, dann haben wir einen Drive Now haben wir uns gemietet und haben uns dann gefühlt wie die Könige, Leute, weil ist wir so einen so. Fetten BMW ich geholt weiß noch, haben. Ich weiß noch, wie ihr so, als wir gefahren sind wieder, als ihr so neben uns gefahren, Krieger mit seinem Audi, ja, und ja, ich dachte, wir so mit zu dritt ja, und Dena hat immer und, so und Krieger ja, einfach ja. Drückt so und fährt weg ja, und wir so, schade. So richtig langsam so hinterher. Jedenfalls sind wir dann quasi gemeinsam morgens dann so gegen 9 Uhr so mit einem Drive Now zu einem Kart-Event gefahren, Unge, Dena und ich. Commander Krieger war auf jeden Fall da, logischerweise. War nicht auch Allotrix oder sowas da? Oder Montana nee. Black? Das war, keine Ahnung. Es waren auf jeden Fall eine Menge YouTuber da. Und Jody war unter anderem auch da. Warum warst du eigentlich da? Weil ich... Jetzt wollen wir richtig ausholen? Jetzt holen wir richtig aus. Okay, mein eigentlich erstes Video war auf Commander Kriegers Kanal. Aha. Weil ich nämlich bei ihm einen Contest mitgemacht habe. Ja. Einen Kommentier-Contest. Kompot. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Es gab damals immer so Commentaries, wo man so einfach nur Stimmt, Call of über Duty das Gameplay drüber gelabert hat. Einfach ein Thema. Boah, Leute, geilste Zeit, kein Videoaufwand, nichts. Und einfach rausgehasst. Ja, das denkt man. Das denkt man. Das waren die aufwendigsten Videos, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe, aber ultra scheiße. Aha. Weil es waren halt die ersten. Ich hatte ja gar keine Erfahrung. Ich habe einfach gedacht, ich muss jetzt mitmachen, weil irgendwer mir gesagt hat, das macht einfach mit und als Mädchen hat man eine Chance und ich bin auch irgendwie reingekommen, ich bin am Ende auch Zweite geworden, es gibt so 1000 Millionen Videos von mir, richtig unangenehm, also es war echt scheiße. Gut, du gut. Hast hier was. Ja. So und auf jeden Fall habe ich dann durch diesen Contest Krieger kennengelernt und wir haben uns gut angefreundet und wir sind halt irgendwie damit Poker gespielt zusammen und sind immer noch eigentlich gute Freunde. Sag doch einfach kurz und knapp, du bist deshalb damit hingekommen und warst einfach da, fertig. Wir müssen das irgendwie auf 10 Minuten strecken. Ja, das kriegen wir schnell, keine Sorge. So, und dann habe ich dann quasi Jody da gesehen und dachte mir so, oh, das ist ja ganz nette so. So ganz niedlich. Ich habe dann auch zu Dena noch eine Sache gesagt. Oh mein Gott, das kam, das muss ich erzählen. Kann man nicht sagen, kann man nicht sagen. Also am Ende war noch ein Freund von mir dabei. Schan, liebe Grüße an dich, wenn du das hörst. Oh nein. Und er wusste nicht, wer es ist. So. Der war halt immer dabei. Hör auf zu meckern. Ich muss erzählen, du bist zu laut. Und dann kommt Schan irgendwann zu mir abends und hat mir eine SMS geschrieben und WhatsApp hat geschrieben: Ey, du hast dich ja mit diesem Revi ganz gut verstanden. Ich wollte dir nur sagen, der hat am Ende, als wir gegangen sind, alle und der war mit Dena zusammen, nur noch hat er gesagt zu Dena, na ja, das ist ja schon eine ganz süße. Mal gucken, was da noch so geht heute. Ja. Das ist unangenehm. Ja, schade, dass es jemand mitbekommen hat. Ich schade. Dachte, wahrscheinlich hat Felix jemand einfach erzählt, der unehrenhafte. Nein, der hat das jedenfalls, hat Leute. Oh, ich muss mal ganz die Farbe ändern. Moment. So ist schön. Nee, was? Blau, super.
Nee, ich will lila. Ja, so ist UFO, es ist UFO. Jetzt ist rot. Nee. Doch, jetzt ist rot. Warte. Jetzt ist grün. Wir müssen einmal durchschalten. So, jetzt ist lila. Schön, da sind wir wieder. Ja, und keine Ahnung, ich habe bei Jordi die ganze Zeit über das Event halt hinweg immer wieder genervt, habe sie zum Kartfahren gezwungen, habe gesagt, Jordi, du musst jetzt Kart fahren. Sie hat mir sogar hinten fast das Bein gebrochen, weil sie mir das reingefahren war ich ist. Nicht. Das ich warst du. Ja, sie war es, Leute. Sie denkt, sie war es nicht, aber ich sie war es natürlich. Nicht. Keine Ahnung, der Vlog ist auf jeden Fall unten verlinkt von diesem Kart-Event, wenn ihr das nochmal anschauen wollt, ist cringe. Ja, dann sind wir abends irgendwann noch zusammen essen gegangen. Ich habe mich halt mit Jordi die ganze Zeit richtig gut verstanden und so. Wir Geht waren so. Bei. Du saßt eigentlich auf der ganzen. Also ich saß hier am Tisch. Ja. Und war das andere Ende und du ja, ich wollte mich neben dich setzen, aber Malte, der blöde Penner. Malte hat sich das wichtig gesagt. Malte war gar nicht dabei. Doch, Malte nativ. Von dem habe ich nämlich deine Nummer bekommen. Stimmt, du hast doch nicht mal mich gefragt. Du hast einfach Malte nach meiner Nummer gefragt. Unangenehmster Boy im Game. Ja, und keine Ahnung. Wir haben uns dann halt irgendwann. Haben wir das überhaupt verstanden? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Doch, wir haben uns gut verstanden. Wir waren direkt so. Ja, jedenfalls, ich habe sie jetzt im Kartfahren gezwungen, pipapo, wir waren abends aufs Essen, war ganz entspannt. Dann habe ich irgendwann geschrieben und meinte so, ey. Erstmal bei Twitter. Erstmal bei Twitter, genau. Richtig, slide in die DM. Ich so, yeah, boy, was geht? Hör mal jetzt bitte auf, mach mal bitte nicht, okay? Der war richtig brav. Man denkt so, der ist so ein Stecher, keine Ahnung. Ein Aufreißer, ne? Aber der ist so lieb und so schüchtern, wenn es um sowas geht. Unangenehme Zeit hier gerade für mich. Ja, und dann habe ich halt den Stecher am Ufer tatsächlich doch gebracht. Oh mein Gott. Denn ich habe damals noch meine Ausbildung gemacht als Immobilienkaufmann und ich hatte eine Austauschzeit in Aachen. Für drei Wochen hatte ich eine eigene Wohnung, habe mich gefühlt wie der King. Was geil war, es war so die erste. Es war die erste eigene Wohnung. Ich hatte dann eine eigene Wohnung halt mit einer Küche drin, einem geilen Bad, einem coolen Schlafzimmer, Wohnzimmer, alles voll ausgestattet, leider kein Internet. Ich war dann halt da und habe dann Jordi geschrieben, yo, komm doch mal in meiner Wohnung vorbei. Weißt du, was du gesagt hast? Du kannst nicht kochen und verhungerst. So nach dem Motto. Und das war dann mein Grund, warum ich vorbeigestanden bin. Stimmt, aber wir haben nicht mal gekocht. Doch, ich habe tatsächlich sogar eine Oreo-Torte gemacht. Weißt du was? Stimmt, du hast eine Oreo-Torte gemacht. Du hast die sogar mitgebracht, ne? Nee, wir haben die vor Ort gemacht. Wir waren einkaufen. Stimmt. Wir waren zusammen einkaufen. Ja, richtig, richtig. Auf jeden Fall haben wir dann da was gegessen und so und haben uns relativ gut verstanden. Und am nächsten Tag, Leute. Ich hatte übernachtet tatsächlich direkt. So. Natürlich auf getrennten Sofas. Also komplett getrennt voneinander, Leute. Da, also, ja, pass auf. Jetzt geht's. Egal. Ich dann so. Am nächsten Tag okay, so, ich fahre nach Hause. Du sagst so, okay, pass auf, ich gehe jetzt arbeiten um 7 Uhr morgens. Ich so, ja, okay, ich fahre dann nach Richtige Hause. Albern. Und dann meinte er so, nee, bleib doch einfach hier. So, dann so ich wohne jetzt einfach du da. Du warst jetzt hier. Und dann habe ich so, ja. Gut, du hast eh genug Zeit, weil du warst Student, sei mal ehrlich. Da war auch im Sommer, da war gar kein Studienzeit. Ist ja auch egal, du hast auch keine Freunde damals. Doch, tatsächlich schon. Nein, ich bin dann nämlich dann mit Malte und Izzy zusammengezogen, kurz später. Ja. Anyways. Dann bleibe ich da halt, weil ich dachte, ja, okay. Jetzt wird es richtig unangenehm. Und dann, so, wann waren wir so mittags rum, kriege ich so eine Nachricht, so, ach übrigens, ich hab's ganz vergessen, aber mein Bruder hat heute Geburtstag. Ich hab ihm tatsächlich am gleichen Tag noch was zum Geburtstag gekauft. David, schaut dann an dich. Tut mir leid an der Stelle. Meine Mutter, mein Vater, mein bester Freund, mein anderer bester Freund, der Bruder vom besten Freund, die Familie von denen und mein Bruder, die kommen heute Abend nach Aachen und wir gehen mit denen essen und ich habe meiner Mama gesagt, du kommst mit. Und meine Mutter. Weiß nicht. Das Ding ist, Leute, ich muss ein bisschen aus, meine Mutter so, ja, ist das denn jetzt was Ernstes? Ist das die wieder, war voll genervt. Oder ist es jetzt wieder irgendeine, die du jetzt zum Essen mitbringst, weil ich war halt vorher Single und egal. Also, ja, sie hat halt so gefragt, so, ja, ist das jetzt was Ernstes? Ich so, Mann, keine Ahnung, ich finde sie ja ganz Sag nett. Sag jetzt mal, was du gesagt hast. Ja, ich denke schon. So, ich nehme sie halt mit zum Essen, ne? Das heißt ja schon was. So, normalerweise würde man das ja nicht machen. Und ja, nach einem Tag saß Jordi da so richtig unangenehm beim Essen so, hallo. Außer mit deinem Vater, mit dem habe ich mich sehr gut verstanden, weil er ist nämlich Köln-Fan und ich bin Gladbach-Fan. Das war direkt Clash, das war direkt, das hat nicht funktioniert. Ja. Ja, war auf jeden Fall eine sehr, sehr weirde Zeit. Danach haben wir uns dann irgendwie im YouTube-Haus ein bisschen mehr angefreundet quasi. Nee, erstmal bei dir zu Hause. Stimmt, erstmal bei mir zu Hause im Kinderzimmer noch. Oh mein Gott, das sind die Geschichten. YouTube-Haus-Geschichten können wir eigentlich noch weit wegschieben. Wollte ich gerade sagen, also dann ist sie halt immer wieder mal zu mir gekommen, ich mal bei ihr. Wir haben uns gegenseitig ein bisschen kennengelernt und dann sind wir irgendwann so aufeinander hängen geblieben. So kennt man das ja, Leute. Wir sind jetzt sehr, sehr gute Freunde, man kennt das, ne? Jovi und so, wir sind gute Freunde, oder? Ruhe! Und das ist quasi die Geschichte, wie Jordi und ich uns kennengelernt haben. Es gibt auf jeden Fall noch eine Menge andere Stories aus dem YouTube-Haus, die extrem gestört sind, wo auch der Herr Unge, glaube ich, eine Menge
Leute, also ich muss ganz ehrlich sagen, ihr kennt die Geschichte nicht. Ich habe ja schon versucht, damals in Videos, mit überzogenen Videos, darauf aufmerksam zu machen, auf diese Probleme. Aber die Angst, dass Simon Unge mit einem Schraubenzieher reinkommt und mich einfach abschlicht, in meinem Bett schläft oder sonst was macht, die war begründet und die war real. Ja, denn sowas ist passiert, Leute. Wenn ihr mal hören wollt. Ich liebe das, dass hier überall so Thumbnails von Simon ist. Ja, ja, ich gucke da gerade voll apathisch. Guck dieser Blick. Hier ist ein Thumbnail, ich blende das mal ganz kurz ein, mit Inscope drauf. Da guckt der genauso verrückt, wie wenn er einen Schraubenzieher bei meiner Hand hat und einen abstechen will, Leute. Das war echt eine geisteskrank, lustige, aber auch eine anstrengende Zeit, weil wir beide uns ja auch ein bisschen näher gekommen sind. Und die Storys zwischen Jordi und mir sind natürlich da auch im YouTube-Haus weiter fortgelaufen. Anyways, Leute, ihr wollt in der Folge Jordi Stories, das habt ihr die ganze Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, wie wir quasi aufeinander hängen geblieben sind, ne, als gute Freunde. Und ja, ich würde sagen, Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, smasht auf jeden Fall ein Like-Button da oben. Schaut definitiv in die Videobeschreibung, da ist die erste Joby-Story von Jordi zu finden, wo wir in Amsterdam eine Menge kranken Shit erlebt haben. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, Leute, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Schreibt es mal lieber in die Kommentare, weil dann kann man Kommentare, das sehen. Ist auch super Idee, genau. Also, wie gesagt, ich finde es eigentlich ganz cool, mit euch ein bisschen so zu teilen, was wir erlebt haben. Es scheint ganz gut anzukommen, euch zu interessieren. Von daher, auf geht's. In diesem Sinne, meine Freunde, macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, ciao, ciao.